So, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Heute möchte ich mit dir über den ultimativen Zustand des Empfangens sprechen. Und zwar den Zustand der Dankbarkeit. Wenn du in einem Zustand der Dankbarkeit verharrst, wenn du dankbar bist für das, was du hast, für das, was du bekommst, dann bist du im ultimativen Zustand des Empfangens. Dann bist du bereit zu bekommen. Denn du nimmst die Lieferungen, die Geschenke des Universums mit offenen Armen an. Wenn du dich die ganze Zeit nur darüber beschwerst, was schlecht läuft, was blöd ist, dann wirst du nur noch mehr davon kriegen, weil du deine Aufmerksamkeit auf den Mangel richtest. Wenn du allerdings jetzt schon dankbar bist für das, was du hast, wenn du dankbar bist dafür, dass du diese Erfahrung machen darfst, wenn du dankbar dafür bist, dass du wachsen darfst, dann sieht das Universum all die Geschenke, die es dir gibt, nimmst du mit offenen Armen an und freust dich darüber, dann gibt das Universum dir nur noch mehr davon. Wenn du dankbar bist für das bisschen Geld, was du vielleicht hast, dann wirst du immer mehr davon kriegen, weil du auf das Positive, auf die Fülle ausgerichtet bist. Wenn du dankbar bist für die Liebe, für die Freiheit, die du hast, dann wirst du nur noch mehr dafür kriegen. Denn dadurch wirst du zu einem Magneten für diese Dinge. Vielleicht kennst du es selber. Wenn du jemandem ein Geschenk machst, dann freut es dich fast schon mehr als die Person, die dieses Geschenk erhält, dieses Geschenk überhaupt machen zu dürfen. Aber auch nur, wenn die Person sich darüber freut. Wenn du jemandem ein Geschenk machst und sie sagt, ja, danke, ja, ist ja ganz nett, ja, da fühlst du dich auch nicht gut, da willst du nicht weiter Geschenke machen. Aber wenn die Person, der du ein Geschenk gemacht hast, Freudensprünge macht, sich freut, sagt, ja, Mann, danke, genau das ist es, was ich mir gewünscht habe, dann denkst du dir, Alter, das macht doch richtig Spaß, diese Person zu beschenken. Beim nächsten Mal schenkst du dieser Person vielleicht etwas noch Größeres, etwas noch Schöneres, weil du ja auch etwas daraus ziehst, dieses Geschenk zu machen. Und prinzipiell ist es mit dem Universum genau dasselbe. Wenn du dankbar bist für das, was du bekommst, wenn du deine Freude zeigst, dann wirst du mehr davon kriegen. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Kleinigkeit bekommst, vielleicht dein Gehalt ein bisschen angehoben wird, vielleicht du ein bisschen Geld da manifestierst, vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit mehr von einer Person bekommst oder was auch immer, dann mach einen Freudentanz. Freu dich wirklich aktiv, dass du das bekommen hast. Wenn du auf der Straße gehst und es liegt vielleicht 20 Cent, 50 Cent auf dem Boden, heb sie auf. Freu dich und halt vielleicht die paar Cent hoch und sag Dankeschön, Dankeschön. Klatsch vielleicht ein paar Mal in die Hände und sag Yes! Ja, freu dich wirklich darüber. Immer wenn ich zum Beispiel über die Ampel gehe, beziehungsweise wenn ich an einer Ampel vorbeigehe und sie wird genau in dem Moment, wo ich komme, grün, schaue ich hoch und sage, hey, Dankeschön, Dankeschön. Und dadurch kriege ich immer mehr grüne Ampeln. Dadurch bin ich immer mehr in diesem Flow. Ich kriege immer mehr von dem, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte. Deswegen schau, was hast du bereits in deiner Realität, was dir gefällt? Wofür kannst du dankbar sein? Eine sehr, sehr bekannte Sache ist ja das tägliche Dankbarkeitstagebuch. Ja, morgens, nachdem du aufstehst, schaust du dir 5 bis 10 Dinge an, wo du sagst, hey, dafür bin ich aber dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich eine Familie habe, die mich liebt. Ich bin dankbar dafür, dass ich gehen kann. Überhaupt, dass ich lebe. Ja, ich habe zum Beispiel eine lange Zeit chronische Schmerzen am unteren Rücken gehabt. Ich bin kaum gegangen, weil es für mich gar nicht wirklich möglich war. Und mittlerweile habe ich Gesundheit manifestiert, kann wieder gehen, ich kann sogar laufen. Und allein diese Kleinigkeit, die für die meisten Leute total selbstverständlich ist, bin ich unglaublich dankbar, dass ich einfach laufen kann. Ja, also zum einen hast du natürlich die Möglichkeit, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Was außerdem sehr, sehr mächtig ist, um in das Gefühl der Dankbarkeit zu kommen, ist an das Ende zu shiften. Die aktuelle Situation nicht so betrachten, als würde sie jetzt passieren, sondern als wäre sie bereits passiert. Also aus der Zukunft sozusagen in diesen jetzigen Moment schauen. Zum Beispiel, wenn ich mich visualisiere als meine 2.0-Version und dann schaue ich hier rüber zu meinem Tisch, wo ich die Videos aufnehme, dann erfüllt mich das mit unglaublicher Dankbarkeit, dass ich diesen Weg aktuell gehe. Du gehst aktuell auch schon diesen Weg. Der Weg ist auch Teil des Ziels. Ziel und Weg sind unmittelbar miteinander verbunden. Du kannst so unglaublich dankbar sein, dass du diese Erfahrung machst. Denn dieser Weg ist ja eigentlich das, was es erst besonders und erstrebenswert macht. Auf der anderen Seite kannst du auch aus der Zukunft schauen, aus einem Zustand, in dem du vielleicht schon alt bist. Und sozusagen, als würdest du zurückdenken in diesen Moment. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin schon die alte Version von Marcel,
und ich schaue jetzt sozusagen zurück in diesen Moment, wo ich jetzt hier dieses Video aufnehme, das merke ich richtig hochkommen. Da kommt so ein Gefühl der Liebe und Dankbarkeit hoch, dass ich diese Erfahrung machen darf. Denn sehr wahrscheinlich, wenn du alt bist, dann wirst du vielleicht, sagen wir mal, du hast Kinder und die Kinder haben dich vielleicht ein bisschen genervt. Aber du schaust aus diesem Zustand des Alters heraus. Deine Kinder werden nie wieder so jung sein und es ist auch Teil des Großwerdens dieser Kinder. Und dann kannst du aus einem Zustand der Dankbarkeit und Liebe auf diese Situation schauen. Oder wenn du keine Kinder hast, sondern vielleicht einen Hund oder einen Partner, der dich vielleicht gerade ein bisschen nervt irgendwie. Dann schau zurück aus diesem anderen Zustand. Und dann kannst du merken, okay, hey, das ist ja eigentlich wundervoll, dass ich das gerade erleben darf. Ich meine, stell dir vor, du würdest diese Situation nicht erleben dürfen. Es könnte noch viel, viel schlimmer kommen. Am Ende ist es immer eine Frage der Perspektive, ob du dankbar für das sein kannst, was du hast oder nicht. Wir neigen halt einfach stark dazu, uns eher auf das zu fokussieren, was vielleicht nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, was vielleicht uns vielleicht stört. Ja, der kleine Schmerz überwiegt dann vielleicht dem sonstigen positiven Gefühl, der sonstigen Gesundheit. Oder der eine negative Kommentar überwiegt dann schnell mal die 100 anderen. Und dann muss man einfach bewusst seine Aufmerksamkeit umlenken auf das, was man hat, auf das, was man bereits erreicht hat. Und dann wird man auch mehr davon empfangen. Und du darfst dir jetzt selber mal an der Stelle die Frage stellen, wofür bist du in deinem Leben dankbar? Worüber freust du dich jetzt im gegenwärtigen Moment, dass es Teil deines Lebens ist? Und du wirst garantiert irgendetwas haben, wofür du dankbar sein kannst. Vielleicht scheint es aussichtslos zu sein, aber du bist immer noch jung, du bist immer noch vital. Du hast immer noch das ganze Leben vor dir. Jemand, der schon 80 Jahre alt ist, der würde alles dafür geben, wieder in deinem Alter zu sein. Wenn du gesund bist, aber vielleicht finanzielle Probleme hast, es gibt sehr wahrscheinlich jemanden da draußen, der ist extrem reich, aber hat eine schlimme Krankheit und kann sein Reichtum gar nicht genießen. Wie gesagt, es ist immer eine Frage der Perspektive. Und je mehr du dein Bewusstsein auf das ausrichtest, wofür du dankbar bist, das, was du liebst, das, was dir gefällt, dann wirst du zu einem Magneten für Fülle in deinem Leben. Wie gesagt, das Universum beschenkt dich gerne, aber nur, wenn du auch dankbar dafür bist. Also wenn du etwas empfängst, mach einen Freudentanz, freu dich, dance vielleicht ab, klatsch in die Hände, sag yes, sag danke Universum, danke Gott, wie auch immer du es sagen möchtest. Und schau immer, okay, hey, was habe ich jetzt, wofür ich jetzt in diesem Moment dankbar sein kann? Denn es gibt garantiert etwas. Wenn du sagst, nein, es gibt gar nichts, wofür ich dankbar sein kann, dann belügst du dich sehr wahrscheinlich selber, denn dann triffst du ganz bewusst die Wahl, festzuhalten an dem Negativen, an dem Hass, an dem, was schlecht läuft. Vielleicht hat dein Partner Schluss gemacht, aber du kannst trotzdem dankbar sein für die Erfahrung, die du mit der Person hattest. Genauso wie wenn zum Beispiel die Eltern gestorben sind. Eine ganz, ganz schlimme Erfahrung, die so ziemlich jeder in seinem Leben machen wird. Aber du kannst auch dankbar dafür sein, dass du eben deine Eltern hattest, dass sie so gute Eltern waren, dass du mit ihnen Zeit verbringen durftest. Es ist alles nur eine Frage der Perspektive. Mach dir das bewusst, halt dir das vor Augen und sei dankbar für das, was du jetzt hast. Wir haben jeden Grund, dankbar zu sein. Alleine, dass wir leben, ist schon Grund genug, dankbar zu sein. Dementsprechend, Leute, wie ihr wisst, ihr könnt alles sein, haben und tun, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.